verflucht sein. Der alte Sack. Was für ein Dreck. Zurück in die Stadt. Wie hätten wir es damals gemacht? Schatten und scharfes Metall ganz genau. Sie sind wach. Wenn Sie reden wollen, erzähle ich, was ich weiß. Wir nehmen das Beiboot, wenn Sie bereit sind. Sokolov Steel, das ist Delilah. Soll ich sie jetzt im Hafen absetzen? Bereit. Die Stadt hat sich sicher verändert. Dann nichts wie ab. Noch einmal, mein Freund. Edermeier geht es nicht per Boot. Es ist zu gut gesichert. Die Garde hat da einen Wachturm. Gehen Sie landeinwärts und nehmen Sie die Bahn. Der alte Herzog von Cerkonos hat Kanaka jahrzehntelang aufgebaut. Herzog Luca Abele hat die Stadt dann in absoluter Rekordzeit geschröpft. Mit Orgien und Festen. Ich kannte den alten Herzog Theodanes. Ein guter Mann. Geben Sie Acht auf dem Weg nach Erdemeyer. Der Herzog hat die Stadt der Garde übertragen. Sie greift Fremde sofort an. Ich kann auf mich aufpassen. Hier sieht's ganz gut aus. Im Erdemeyer vernichten Sie den Kronmeuchler und forschen nach Sokolov. Alchemistin Hypatia wird Ihnen helfen. Sokolov mag sie. Dann bis später beim Erdemeyer. Warten Sie nur mit dem Boot, bis ich den Wachturm ausgeschaltet habe. Das tat gut. Das ist wirklich nicht, was ich gegessen habe. Willkommen in Karnaka, Fremder. Was ist
das für ein Schiff? Kennst du den Kapitän? Die Dreadful Whale. Ich hab's dir schon tausendmal gesagt. Steht nicht im Register. Ich bin für das Malwerk nicht zuständig. Manchmal glaube ich, sie stellt sich absichtlich drauf. Wir warten ein, zwei Tage. Und wenn sie dann immer noch da ist, sag ich einem Freund in der Garde mit einer... Beim Outsider! Verdammt! Falls sie auf Schmuggel war. Das kann man alles nicht sagen. Oh, diese Blutfliegen, die Ratten hier. Das sehen, was ich du hast. Ich fühle mich nicht sicher. Hey. Warum bedecken sie ihr Gesicht? Angst, dass man sie erkennen könnte? Das Eddermeier in der Ferne. Ich sehe keine Spur von Terrell. Scheint klar. Spät dran zu sein. Vielleicht sind wir zu früh. Er sollte hier sein. Wir haben ihr gutes Geld gemacht. Du weißt doch, dass das war. Was sollen wir denn jetzt machen? Wir haben kein Geld. Seht ihn an, der weiß doch nicht. Händler seid alle gleich. Hände auf, betteln und jammern. Raus mit der Sprache, du feiger Lügner! Was hast du kassiert, Ramus? Halt die Luft an, Maya. Ich hab den Kerl so satt. Auf ihn! Bringst du Luft? Falsche Drecksau! Verrätst deine Leute! Das war's. Das warst du. Du bist schuld. Eine Leiche? Hier? Oh, was? Hast du was gesehen? Ich will nicht sterben! Irgendwer schnappt sich Leute auf der Straße. Emmanuel, gruselig. Auf halbem Weg was sind will ein der? Seil und 11 Arbeiter hoffentlich lässt er mich in Ruhe. Sie sind nicht mal ins Bergwerk gekommen. Diese Seile sind nicht für so viele Leute gemacht. Wenn genug drin sind, sogar Kinder, wird's zu schwer. Danach ist eine Krankheit in den Arbeiterbaracken ausgebrochen. Diese Frau vom Eddermeyer, was? Alexandria Heinrich, wir haben hier einen Notfall. Sie hat Arbeiter behandelt, war aber schon länger nicht mehr hier. Das heißt leider, dass wir mehr Arbeiter brauchen. Es kommen ständig Leute nach Sarkonos für ein besseres Leben. Wir bringen sie in die Bergwerke. Und wenn ich sie selbst reinprügeln muss. Wenn das Essen war, bin ich eine dreckige Blutfliege. Guten Tag. Ich vermisse die Zeit, in der ich einfach mal durchschlafen konnte. Während der Abwesenheit des Herzogs möchte ich dies hier verkünden. Auch kaiserlichen Schutzherrn Corvo Arcano ausgeführten politischen Attentate im Namen der ehemaligen Kaiserin Emily Corvo gelten ab sofort neue Einschränkungen. Hätte ich nur ein eigenes Boot, das wäre ein Leben. Bald drucken wir neue Schilder. Das zieht normalerweise neue Arbeiter an. Nicht so gierig sein. Oh, wie nett. Danke. Wenn Sie an der Lichtwand vorbei wollen, gibt's da einen Weg durch diese blutfliegenverseuchte Wohnung. Sie kommen dann auf der anderen Seite vom Posten der Garde raus. Bis sie selbst mal ernten. Ja.
Lust? Sicher! Serkonische Mitbürger, bejubeln wir die Krönung unserer neuen Kaiserin. Und die bin dabei. Aber bewegt euch langsam und haltet euch von den Nestern fern. Wir wissen nicht mal, ob die Leute da drin wirklich Geld hatten. Nur, dass sie tot sind und alles vor Blutfliegen wimmelt. Verseucht, eindeutig. Als ich klein war, haben wir immer Steine auf die Nester geworfen. Geh langsam und halt Abstand. Kinder leicht. Nein, wir werden alle totgestochen. Und dann enden wir als Brutstätten von noch mehr Blutfliegen für die nächsten Idioten. Verflucht, Karl. Alles klar, jetzt bleibt mal ganz ruhig. Wir kriegen das Geld schon irgendwie zusammen und kommen an der Lichtwand vorbei. Hey, komm her. Selbst die vertrauten Stadtteile werden langsam gefährlich. Das ist doch kein Leben. Das halbe Kaiserreich ist mir auf den Fersen. Ich freue mich fast auf den Kampf, wenn sie mich erwischen. Musste es tun. Bitte? Zu spät dafür, Apollo. Rate, was jetzt passiert. So werden wir spitzellos. Vergiss nicht, wenn dich jemand fragt, er ist durchgerannt. Klar, zu schnell für uns. Aus dem Weg! Wir sind auf der Suche nach ketzerischen Artefakten. Was? Hier?
Hören Sie, ich muss aber dieses nur... Dieses Gebiet ist gesperrt, auf offiziellen Befehl des Ordens. Niemand darf es betreten. Meine Eltern stammen aus Tyvia, aber ich wurde hier geboren. Was Perverses vor. Das Ding mir nicht. Sierra, sei gründlich, Bruder. Vergiss nicht, dass das Weltliche sich gern versteckt. Du kennst nicht die Gedanken der Abtrünnigen, denn ihr Geist ist von Nebel umgeben. Das hätte ich nicht essen sollen. Brecht sich jetzt. Das passiert, wenn man immer halb verhungert ist. Ich hätte da was, das dich vielleicht interessiert. Ich heiße Mindy Blanchard. Und die Maske sagt mir, dass du an Orte gehst, wo du nicht hingehörst. Würdest du mir bei einer Sache helfen? Du kratzt mir den Arsch und ich dir deinen. Ich muss zum Eddermeyer-Institut. Hilfst du mir? Ja, das kann ich tun. Du besorgst mir eine Leiche und ich helfe dir bei deinem Problem. Keine Sorge, die Leiche gibt's schon. Ich soll dir eine Leiche bringen? Was steckt dahinter? Die Aufseher haben sie in ihrem Außenposten. Die denken, der Kerl war ein Hexer. Ich brauche die Leiche aus anderen Gründen. Schleich dich rein und hol sie. Dann treffen wir uns im Keller unter der Zahnarztpraxis in der Nähe. Ich überleg's mir. Willkommen.
Ich brauche ihr Gesicht nicht zu sehen. Ah, sie suchen Pläne für bessere Waffen. Sie werden es nicht bereuen. Die Hand drauf. Klar, die Blutfliegen gab es schon immer. Aber waren es auch so viele von ihnen? Und so große? Leise. Also, mal sehen. Was war es? Ich kam von hier. Mal sehen. Vorsicht mit dem Schwert. Die Garde mag das nicht. Ah.